Servus, grüß euch, willkommen zum Fußballkindergarten der Münchner Fußballschule auf YouTube. Heute ist der Chris, oder der Witt, nenn ihn wie du magst, ich nenne ihn immer Witt, ist der Trainer und ich darf Kind sein. Ich darf alles machen heute und du bist der Chef. Genau. Okay. Du darfst gleich anfangen, was wir brauchen. Wir brauchen heute zwei Stühle. Und wir brauchen vier, wir haben jetzt Hütchen, wir können Klopapierrollen nehmen, wir können Plastikbecher nehmen, irgendwelche Markierungen. Und sonst brauchen wir unseren Ball und unser Tor. Da können wir, haben wir jetzt hier unsere Bank, können wir auch einen anderen Stuhl nehmen. Mama, Papa, Geschwister kann sich hinstellen, den Ball abwehren, wie auch immer. Wäschekorb. Genau, geht auch noch. Wie du magst, ja. Fangen wir gleich an, oder? Bauen wir auf. Dann musst du kurz aufstehen. So, wir fangen hier an und stellen uns unsere zwei Stühle hier vorne an die Wand mit ein bisschen Abstand dazwischen. Einfach, dass die Lehne an die Wand zeigt, als würden wir uns hinsetzen können. Schnappen uns dann unsere Hütchen oder Markierungen. Klopapierrollen zu Hause, vier Klopapierrollen, gleich genau. Völlig. Und machen uns hier, legen sie hier mit ja, ungefähr einem Meter Abstand vor die Stühle hin. Ich glaube, wir gehen noch fast ein bisschen näher ran. Ein bisschen näher, ja. Na, dann machen wir es leichter am Anfang. So, das ist gut. Also, immer auf Höhe eines Stuhlbeins kannst du eine Klopapierrolle hinstellen. Ja, so. Ja, hast du da? Ja, ja. Wunderbar. Okay. So, dann warte mal. Dankeschön. Wir fangen hier vorne an und üben heute ein bisschen unser Passspiel. Wir legen am Anfang den Ball zwischen unser erstes Hütchentor oder Klopapierrollentor, wie auch immer, passen den Ball durch den Stuhl durch, so, spielen den Ball einmal durch, ziehen uns dann, wie wir wollen, den Ball wieder aus dem Tor raus, legen uns hin und schießen auf unser Tor. Wenn wir das gemacht haben, schnappen wir uns gleich die nächste Seite, gehen jetzt zwischen die Stühle, legen den Ball wieder hin, hopp, spielen den Ball durch, drehen um, wie wir wollen, schießen aufs nächste Tor und gehen zu unserer letzten Markierung, spielen den Ball wieder durch den Stuhl durch, das ist ein bisschen schwieriger, drehen uns wieder raus und schießen nochmal aufs Tor. Okay. Also ich kann machen, wie ich will. Du darfst dich umdrehen, wie du willst, genau. Okay, wie muss ich passen? Passen musst du? Weiß ich, wie man passen. Mit deinem rechten Fuß, wir stellen rechter Fuß, okay. Rechter Fuß, wir nehmen unseren linken Fuß neben den Ball, bisschen vor dem Ball vielleicht. Und machen mit unserem rechten Fuß einen Golfschläger. Okay. Das heißt, der Fuß geht ganz auf die Seite und ich schwinge einmal gerade auf den Ball. Okay, mit der Innenseite. Mit der Innenseite, genau. Mhm. Dann darfst du gleich mal probieren. Okay. Also, legen wir den Ball dazwischen, genau. Ich muss mal schauen. Jawohl, sehr gut. Drehen uns um, wie wir wollen. Und schießen auch ist wurscht, oder? Schießen ist auch wurscht mit dem starken Fuß, mit dem Lieblingsfuß, so wie der Ball liegt. Der ist es wurscht. Kannst dich wieder umdrehen. Sehr gut. Und dritte Runde wieder umdrehen, wie wir wollen. Und schießen aufs Tor. Jawohl, ganz einfach, oder? Ja, eigentlich schon. So, denk mal, deshalb hat man. Muss nur schauen wegen den Klopapierrollen, dass mein Stammbein auch eben das linke Bein, dass es nicht da. Ja, sonst kannst du ein bisschen hier auf die Seite schieben. Ja, genau. Nicht, dass wir die Klopapierrollen zusammentreten. Ja, ich habe halt auch so große Latschen, gell? Das stimmt. So, dann machen wir noch eine Runde. Genau, können umdrehen, wie wir wollen und schießen ins Tor. Da mit welchem Bein. Jawohl, wieder umdrehen. Und das letzte Tor. Wieder umdrehen und sehr gut. So, dann machen wir gleich einen Wettkampf, oder? Oh! Oder magst du gleich reinstarten? Ja, können wir machen. Dann machen wir gleich einen Wettkampf. Ein bisschen schneller machen wir jetzt, ja. Genau, ihr zu Hause dürft gegen den Markus machen. Genau wie gerade eben. Wer zuerst drei Torwart hat gewonnen. Ganz einfach, oder? Jo. Ja, du schon. Ich glaube, ich stelle mir den Torwart hin. Willst du einen Torwart? Ja. Was magst du haben? Du machst zur Zeit für die Erwachsenen immer ein bisschen schwerer, wenn wir das im Wettkampf machen. Ich finde drei Klopapierrollen gut und ich muss daneben vorbeischießen oder so. Alles klar. Ja. So ist gut, jetzt haben wir. So? Ja. Das ist gut. Dann haben wir den Torwart.
Genau. Wenn ich nicht treffe, wenn ich ein Torwart umschieße, ist es kein Treffer. Okay. Du kannst dir zu Hause, wenn du sagst, boah, das Tor ist zu groß, zu leicht ohne Torwart, stell dir auch einen kleinen Torwart rein. Wenn du ein Torwart umschießt, zählt es halt als kein Treffer, als gehalten. Machen wir es so, machen wir es ein bisschen schwer. Ja. Tja. So, dann machen wir uns mal bereit, stellen uns hier schon in unser erstes Hütchentor oder Klopapierrollentor. Und dann los geht's. Jawohl, umdrehen. Und erstes Tor, gut. Sogar mit links geschossen. Sogar mit links. Und jetzt rechter Fuß. Und zweites Tor. Und wieder umdrehen. Und das sehe ich. Ist auch geschossen. Hol ihn nochmal den dritten, oder? Nochmal. Wieder zum dritten hin durchspielen. So, und umdrehen. Und jetzt aber. Ah, Mann! Oh, die sind bestimmt so fertig zu Hause. Die langweilen sich schon, wenn wir so lange warten. Der war in den Pfosten erzählt. Den lass mal durchgehen, okay. In den Pfosten 10. Genau. Ich denke mal, ihr wart zu Hause schneller als der Markus und habt euren Torwart nicht kaputt geschossen. Ja. Würde ich mal davon ausgehen. Was habt ihr jetzt gebraucht? 5 Versuche, oder? 5 Versuche, ja. Okay. Stellen wir den Torwart wieder hin, genau. Jetzt wird er kleiner. 2 reichen. Genau. Dann machen wir den Spaß gleich von der anderen Seite. Oh, ja, mach mal. Genau, ich mach's nochmal vor. Wir fangen jetzt auf der anderen Seite an, müssen unseren Fuß hier wieder ein bisschen neben dem Ball, hinter dem Ball. Und machen jetzt den spielenden Pass mit dem linken Fuß. Das heißt, wir brauchen mit dem linken Fuß wieder einen Golfschläger. Das heißt, der Fuß zeigt nach außen und schiebt mit der Innenseite durch. Können uns wieder umdrehen, wie wir wollen. Und dürfen wieder ein Tor schießen. Schnappen uns den Ball, gehen in die nächste Station. Wieder Golfschläger, spielen den Ball gerade durch. Jetzt habe ich ein Tor. Tja, dann mal. Schauen wir vormachen schon. So. Und dann geht es zur dritten Station wieder. Linker Fuß spielt durch. Tja, das ist doch der Schlag. Jetzt aber. Jetzt ja, super. Und spielen durch. Genau. Gut. So, alles gut. Oben können wir immer noch, wie wir wollen. Schießen immer noch mit dem starken Fuß, Lieblingsfuß, wie wir es machen wollen. Ja, gut. Der geht noch, der ist vorbeigestrichen. Okay. Den ein bisschen höher tun. So. Jawohl, und umdrehen. Sehr gut. Mal noch eine Probe, oder? Eine Runde, ja. Schon wieder knapp. Linker Fuß wieder Golfschläger auf die Seite und gerade durch den Ball durchschieben. Genau. Können wieder umdrehen und Lieblingsfuß da schießen. Sehr gut. Jawohl, und ziehen den Ball raus. Ja, das ist ja Pille-Palle. Der ist zu einfach. Machen wir nochmal einen Wettkampf. Soll ich jetzt machen als Linksfuß? Oder bist du nochmal? Ja, vielleicht machst du es besser. Mach du. Daheim bereit machen. Kinder gegen den Chris diesmal. Chris ist Linksfuß. Streng dich an. 3 von 3 schaffst du. 3, 2, 1 und los. Jawohl. Nummer 2. Schöner Pass. Sehr flüssig. Hast du recht? Das ist richtig schlimm. Das hast du dir echt, das war das perfekt. Ja, das wäre ein bisschen gewesen. Kaputt gemacht. Dann kommen wir jetzt mal auf den vierten. Ja. Gut. Fast perfekt. So, machen wir gleich weiter, oder? Ja. Ja. Machen wir schwerer. Machen wir ein bisschen schwerer. Genau. So, was wir jetzt üben wollen, ist das Rausdrehen. Ja, dass wir uns schneller umdrehen können, weil wir haben gemerkt, wir haben uns hier immer irgendwie umgedreht, wie wir wollen. Das ist nicht so schön, das funktioniert nicht so gut. Ich brauche was, ja. Genau, wir spielen jetzt den Ball durch. Hopp, und wenn der Ball zurückkommt, gehen wir gleich mit unserer Sohle von dem rechten Fuß, das heißt von dem Fuß, der gepasst hat, auf den Ball drauf und ziehen uns den Ball raus. Wir können dann, hoppa, nächstes Mal treffen und direkt aufs Tor schießen. Also alles rechts?
alles mit dem Rechten. Also, da muss ich ihn fast ein bisschen darüber ziehen, okay. Ja. Das heißt nochmal, ich spiele den Ball durch, gleich die Sohle auf den Ball drauf, ziehe den Ball auf die Seite und. Ah ja, okay. Also nicht zum Tor hinziehen, sondern zur Seite und zwar ein bisschen darüber ziehen. Okay. Genau, ein bisschen auf die andere Seite ziehen. Ja, ja fast. Nochmal. So, so. Genau, so. Und jetzt hat, muss er. Gleich ein bisschen rüber. Genau. So. Und dann lass gleich schießen. Jawohl. Merkt man gleich, liegt da perfekt vor allem, wenn man mal rauszieht. Ja, ist gut. Kann man sofort abschließen. Dann wieder gleich Sohle drauf. Und drehen. Genau. Sehr gut. Bisschen eng ist es hier für meine Quadratlatschen. Aber für Kinderfüße müsste es genau richtig sein. Das ist zu lange, ja. Dann wieder Sohle drauf, drehen und. Jawohl. Magst du noch eine Proberunde? Ja, ja. Sonst wird es ja zu leicht. Versuche ich nämlich gleich. Genau, und gleich schießen. Genau, das heißt, wir merken, wir können es ein bisschen flüssiger schaffen, es ein bisschen besser. Können wir gleich versuchen, den Fuß auf den Ball zu machen nach dem Pass und sofort uns zu drehen. Ja. Also wir müssen den Ball gar nicht stoppen, sondern gleich drehen. Hopp, genau, wieder Markus jetzt gleich umdrehen und dann dürfen wir aufs Tor schießen. Und letztes Hütchen noch. Und gleich drehen, genau. Sehr gut. Jetzt bin ich bereit. Bist du bereit? Drei, drei, drei. Ja. So, dann machen wir gleich wieder einen Wettkampf. Das mache ich platt. Wir bereiten uns vor. Ich bin mal gespannt, was das jetzt wird. Jetzt gebe ich richtig Gas. So, gleicher Wettkampf wie gerade. Keine Chance zu Hause. Wer zuerst drei Tore gewonnen. Auf die Plätze. Fertig und los. Jawohl, das war gut. Erster Treffer gleich. Ah. Und da ist jemand on fire. Und. Danke, Physik. Das machen wir nochmal. Nein. Der war gestrichen. Nein. Und. Sehr gut. Was habe ich gebraucht? Vier Versuche. Fast perfekte Runde. Hast du den Ball verloren? Fast perfekte, wie bei dir. Ja. So, dann. Oh. Jetzt ist es schwieriger. Machen wir es auf der anderen Seite. Genau, gleiches Prinzip. Ach. Wenn ich jetzt mit dem linken Fuß spiele, mit welchem Fuß muss ich dann auf den Ball? Alles links. Richtig. Alles links. Das heißt, ich spiele wieder Golfschläger durch den. Ja. Mal durch, gleich linker Fuß drauf. Schafft man das mit der Wand? Ja, das schafft man. Okay. Ansonsten zu Hause alles ein bisschen rüberschieben, Stühle ein bisschen rüber, falls die Wand hier im Weg ist. Zeit, um okay. Linker spiele, linker Fuß drauf, drehen. Weil der ist fast gerade gerollt, der musst du da rüberrollen. Ja, ich habe auch schlecht geschossen, weil ich den Ball nicht richtig gerollt habe. Machen wir es nochmal. Ja, der Schuss war dann auch nicht so gut, hast du recht. Ja. Komm. Und jetzt ist er auf der linken Seite. Okay, ja. Und dann sieht es besser aus. Und beim letzten auch noch. Hochspielen. Rüber. Der war doch schön. Der war ein Traum, oder? Ja. So, okay, dann das mal. Linker dagegen. Dreht. Ja, ein bisschen eng ist es schon hier. Muss es überschieben? Naja, nee. So, da komm ich nicht so hin. So, linker Fuß drauf, genau oben, das war schön. Das war nicht so schön, macht nichts. Kann ich genau ins Eck, das gibt's. Gleich nochmal. Drück den ein bisschen darüber. Und durchgehen, auf die Seite drehen, das ist gut. Und. Magst du noch eine Proberunde? Ja. Vielleicht. Ja, dann lag's. Ja. Das wird's zählen. Und jetzt nochmal. Seite drehen und zack. Meister. Stell den Tor wieder hin. Auch wenn es jetzt nicht zählt. Da ist er in dem Pfosten. Der zählt auch noch. Klar zählt der. Du musst ein bisschen auf den Tor aufpassen, sonst haben wir am Ende keinen mehr. Und der dritte. Oh. Der war nicht drin. Der war nicht. Muss nochmal machen. Und jetzt aber.
Graz. Graz, ja. Du machst den Weltcup. Ich soll mal. Ja, ja, du bist der Linke. Bereit machen zu Hause? Mit dem linken Fuß, alles links. 3, 2, 1, oh, los geht's. Je fester du den Ball schießt, desto weiter musst du ihn holen wahrscheinlich. Ja, das stimmt. Was denn? Jawohl. Einen haben wir noch. Lass den. Schön. Ne, nochmal. Rausdrehen. Jetzt haben wir es. Gut, stopp. Sehr schön. Haben wir die erste Übung, oder? Haben wir die erste geschafft, ja. Gut, gehen wir was trinken. Genau. Bis gleich. Also, Stühle zu Hause einfach auf die Lehne legen, dann haben sie einen guten Halt. Wir haben jetzt hier so eine, ja, wie Hürden auf unsere Stuhlbeine. Genau. Die brauchst du noch, oder? Brauchst du die noch? Nee, brauchen wir gar nicht. Wollen wir nicht? Nehmen wir die Wand mit, oder? Ja, klar. Na gut. So, genau, zweite Übung. Wir haben jetzt unsere Stühle hier einmal umgelegt. Wir fangen an, haben den Ball in der Hand. Mhm. Nehmen den hier einfach zwischen beide Hände oder können auch einklemmen, ist eigentlich wurscht, wie wir wollen. Mhm. Und laufen in der ersten Runde gerade über die Hürden drüber. Wir müssen natürlich jetzt aufpassen, dass wir vor allem in den ersten paar Runden nicht hier hängen bleiben, dass nicht uns über die Stühle legt, sondern dass wir ein bisschen leiser machen, dass es auch keine Verletzten gibt. Leiser oder langsamer? Langsamer. So, das heißt, wir steigen hier einmal drüber. Ja. Hopp, wieder drüber. Ja, mit beiden Füßen rein, oder? Wieder drüber, genau. Okay. Ich gehe mal mit dem, mach's nochmal vor. Ich gehe mit dem rechten Fuß oder linken Fuß, ist eigentlich egal. Ein Fuß vor, anderer Fuß kommt nach, wieder vor, kommt wieder nach. Ja, okay. Und so weiter. Hopp, hopp. Dann stellen wir uns hier vorne hin. Jetzt haben wir den Ball in der Hand. Wie machen wir es, dass wir ihn stoppen wollen mit deinem? Wissen wir nicht. Mit einem Dropkick. Das heißt, wir steigen mit der Sohle auf den Ball drauf, wenn der Ball den Boden berührt. Das heißt, wir lassen den Ball hier fallen. Auf den Ball drauf, stoppen den Ball, stellen uns hin und spielen jetzt gegen die Wand, drehen uns wie vorhin wieder um, drehen also wieder auf und dann dürfen wir aufs Tor schießen. Okay. So, das heißt, ich stelle mich hin, spiele gegen die Wand, drehe am Anfang in der ersten Runde wieder mit dem rechten Fuß auf und schieße auch wieder mit dem rechten Fuß. Okay. Hier ist egal, mit welchem Fuß wir passen, hier können wir auch, wenn wir den linken Fuß lieber mögen, mit links passen. Wichtig ist nur, dass wir rechter Fuß drauf dreht und schießt den Ball. Okay, schwer. Genau. Dann machen wir Stopp. Wo soll der Ball hin? Genau. Ball kommt vor in den Körper. Oh, das ist eng. Genau, steigen drüber. Dann. Nochmal, was machen wir beim Dropkick? Welcher Teil vom Fuß kommt auf den Ball? Der vordere? Ne, der untere, die Sohle. Das heißt, wenn wir den Ball fallen lassen, machen wir hier nicht den Fuß drunter, sondern hopp, die Sohle kommt auf den Ball drauf. Okay. Ja, schon besser. Dann legen wir den Ball hin, spielen gegen die Wand, drehen mit dem rechten Fuß auf und sehr gut. Gut. So, dann gleich noch eine Runde.
Genau. Zehenspitze, ist das in Ordnung? Ja. Okay. Dann wieder auf den Ball drauf. Jawohl. Passen gegen die Wand. Fuß ist egal. Rechter Fuß zieht den Ball um, Schuss und rechts. Boom. Und den Tor abgeräumt. Voll in die Mitte. Ich mache noch einen. Ja. Noch ein bisschen schneller. Aufsteigen wir drüber. Machen wir nochmal Stopp. Nochmal Dropkick. Was muss der Ball machen? Der muss liegen bleiben, wenn der Fuß drauf ist. Okay, er ist tot quasi. Genau. So. So ist gut, genau. Okay, jetzt gehe ich ein bisschen drüber. Spielen den Ball gegen die Wand. Rechter Fuß dreht. Und. Jawohl, der war gut. Okay, bin bereit. Bist du bereit für den Wettkampf? Ja. So, dann dürft ihr euch daheim auch wieder bereit machen. Erste Runde liegt gegen Markus. Wir machen, wer zuerst drei Tore geschossen hat, oder? Nochmal drei okay. Runden. Gleiche Runde wie gerade eben. Darauf achten, wenn wir hier über die Stühle steigen, Füße hochheben und ein bisschen auf den Zehenspitzen sein, dann sind wir ein bisschen schneller, ein bisschen leichter. Wenn wir hinten auf unseren Fersen stehen, merkt man schon, kommen wir nicht voran. Und ganz wichtig, beim Dropkick muss der Ball liegen bleiben. Tot stoppen. Das kann ich mir merken. Tot. Genau. Stoppen. Gut. Dann 3, 2, 1 und los geht's. Jawohl, ist gut. Dann mal stoppen. Sehr gut. Gegen die Wand spielen. Rechter Fuß dreht und. Und noch ein Versuch, weiter geht's. Komm, Alter. So, zweite Runde. Ihr daheim habt wahrscheinlich den ersten ganz entspannt getroffen. Spielen gegen die Wand und drehen, genau. Und jawohl, erster Treffer. Ja, gut. Drehen und weiter geht's. Ich will mich beeilen, die anderen haben schon zwei Treffer wahrscheinlich. Vielleicht sogar schon drei. Das glaube ich nicht. Wieder stoppen, genau. Und jetzt aber. Und komm, letzte Runde. Einen noch, oder? Einen brauchst du noch. Schnell, und auf. Und jetzt aber. Jawohl, und stopp. Fünf, oder? Boah, ist ja schlecht. Ich würde mal davon ausgehen, dass du den Markus besiegt hast, aber. Ja. Halte ich mich jetzt aus. Okay. Genau. So, dann. Machen wir jetzt. Machen wir das ein bisschen schwieriger. Ja. Und zwar machen wir es jetzt seitlich. Wir stellen uns so hin, dass wir die Lehne anschauen können und hier in den Raum reinschauen. Das heißt, wir stellen uns nicht an die Wand, sondern schauen in die Mitte und den Ball wieder in beiden Händen. Und. Gehen jetzt nach dem gleichen Prinzip wie über unsere Hürden drüber. Immer der Fuß, der näher am Stuhl ist, geht natürlich zuerst drüber, damit wir hier nicht irgendwie stolpern. Das ist der rechte Fuß geht drüber, linker Fuß hinterher. Rechter Fuß drüber, linker hinterher. Oh. Ja, okay. Ja. Ich habe noch einen Vorschlag. Wir haben ja vier Klopapierrollen, oder? Eigentlich? Ja. Lass mal hier. Ich habe sonst gemerkt, wenn ich hier zu früh anfange, dann ist es irgendwie komisch mit einem Zusatzschritt. Ich glaube, so passt es, wenn wir da reinpassen. So, zack. Ja, dann haben wir genau die richtige. Ja, das ist gut. So, dann stehen wir jetzt hier seitlich. Stoppen wieder unseren Ball Dropkick mit unserem Lieblingsfuß. Das heißt, hier wieder auf den Ball drauf, Ball totstoppen. Ja. Dann spielen wir gegen die Wand. Wir müssen gerade, das geht nicht anders. Wir müssen hier einen Schritt auf die Seite gehen. Ne? Muss zu Hause gerade wirklich, wenn du schräg drauf, dann schaffst du es nicht. Muss gerade gegen die Wand, dass du rausdrehen, üben können. Genau. Ja, genau. Drehen wieder mit dem rechten Fuß. Und super Schuss, Chris. Ja, danke. Schießt du den Tor. Ja, ich fange da gerne. Ja, aber liegt gleich los. Na, auch hier wieder ein bisschen auf die Zehenspitzen. Also ein bisschen schneller. Und einmal stoppen, genau. Gerade hinstellen. Passt jetzt auch mit links. Ja, mit links passt es. Ja. Ist fast besser. Gut,
Können wir zur Pflicht machen, oder? Für zu Hause auch. Ja. Pass mit links. War doch. Bin drin. Nachstoppen. Wir gerade hinstellen. Ja. Linker Fuß, rechter Fuß dreht und. Jawohl. Ohne Druck läuft's. Ohne Leistungsdruck. Ja. Ich möchte das nachher beim Match auch machen können. Beziehungsweise beim Wettkampf. Sehr gut. Stoppen den Ball wieder. Fuß drauf. Gerade hinstellen. Rechter Fuß dreht und. Sehr gut. Brauchst du noch eine Übungsrunde oder? Nee, komm. Ist nicht gut. So, dann machen wir gleich Wettkampf. Ihr dürft euch wieder vorbereiten. Wir machen wieder drei Runden. Also, wer jetzt erst drei Tore geschossen hat, schau mal, wie viele Runden du brauchst. Okay. Genau. Dann auf die Plätze. Fertig. Und los geht's. Sehr gut. Fuß drauf. Gerade hinstellen. Und los geht's. Der war wirklich. Na, gerade so. Gerade so. Wieder stoppen. Auf jeden Fall Zeit geschafft und letzte Runde hoffentlich. Hier steht gut. Und komm. Sehr gut. Und stopp. Das war eine gute Runde. So, schau mal, wenn ihr daheim schneller wart, wovon wir natürlich ausgehen, dann ist super. Wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Dann könnt ihr nochmal zurückspülen, auf Pause machen. Spülen. Auf Pause machen, nochmal probieren, bis ihr schneller seid als der Markus. So, dann. Wie viel haben wir denn noch? Auf die andere Seite müssen wir noch. Echt? Ja. Okay. Das heißt, wir drehen unsere Stühle auf die andere Seite vom Raum, wieder so hin, dass die Lehne vom Stuhl in die Mitte zeigt. Das Tor noch ein bisschen rüber. Vorschieben auch ein bisschen rüber, genau. Hier passt es, oder? Sieht man dann noch alles. Ja, so. Tust du noch ein bisschen rüber, drück mal weg. So. Unser Torwart wieder in die Mitte. Lehne wieder zum Tor hin. So muss ich. Ja. So. Und gleich seitlich, oder? Nee, wir fangen gerade an am Anfang. Echt? Ja, wir machen gerade. Aber wir haben jetzt schon zwei Kontakte gemacht, das ist ja ein bisschen langweilig, das können wir jetzt schon. Ja. Deswegen machen wir jetzt drei Kontakte. Das heißt, ich nehme den Ball wieder hier vor meinem Körper in beide Hände oder hier in einer Hand. Nehme ihn am besten nicht hier über den Kopf. Ja. Und mache jetzt immer pro Feld drei Kontakte. Das heißt, ich gehe mit dem rechten Fuß rein, linker Fuß hinterher, rechter Fuß macht noch einen Schritt. Jetzt habe ich drei Kontakte und fange wieder an. Eins, zwei, drei und gehe rüber. Eins, zwei. Drei und geh wieder rüber. Okay, passt. Okay, stopp mir hier wieder meinen Ball, Dropkick wieder mit meinem Lieblingsfuß, das ist egal. Fuß drauf, stell mich wieder gerade hin. Jetzt passe ich mit meinem rechten Fuß, wieder auf der anderen Seite. Bisschen mehr Platz. Okay. Passe hier mit meinem rechten Fuß. Ich muss natürlich jetzt mit meinem linken Fuß mich drehen und auch mit links schießen. Ja, passt. Ich nehme den gelben Ball. Mach das. Ja, das hört man ja fast, gell? Wenn man die Schritte nur ja, bum, bum, bum machen. Genau, machen wir jetzt 1, 2. Ich bin gerade aufgefahren bei dir. Ja. Schauen wir mal, wie ich das auch kann. Okay. 1, 2, 3. Genau. Bum. Hoppala. Da sind noch Bum. Jetzt weiß ich nicht mehr, wie viel es waren. So, weiter. 1, 2, 3. Genau. 2, 3. Lieblingsfuß. Genau. Rechter Fuß spielt. Linker Fuß dreht und Vollgas. Genau. Okay. Dann noch eine Übungsrunde. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Drei. Genau. Stoppen. Bisschen gerade hinstellen. Rechter Fuß spielt. Linker Fuß dreht. Und super. Eine noch, oder? Okay. Eins, zwei, drei.
Lieblingsfuß. Gerade vor die Wand spielen, linker Fuß dreht. Und sehr gut. Du machst. Soll ich machen als Linksfuß? Ja. Alles klar. Bereit bleiben zu Hause, drei Treffer. Ihr gegen den Chris. 3, 2, 1. Was? Wer hat zuerst 3? 2, 3. 1, 2, 3. Bum, 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 bum. Gerade. Ja, rechts passen, links rausbringen, links schießen. Gut, schön, jetzt so lange. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Klopf, klopf, klopf. Klopf, klopf. Sehr richtig. Gut, gerade rausdrehen. Na, 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 na. Ei, da wollte ich zu viel. Na, 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 na. Wie viel hatte ich? 3 von 3, gell? Ja, ja, ja. Ja, aber ohne Wettkampf. Echt? Wer zählt? Wer zählt? Sehr gut, ohne Fehler, super, starker Fuß. Der war aber. Ja, passt, einen brauchst du noch? Ne, ich hab 3. Erste Runde. Verschossen? Ne, die erste Runde habe ich getroffen. Zweite Runde verschossen, dritte getroffen, vierte. Ehrlich? Ja. Okay, mein Fehler. Passt, stopp. Gut. Aber war wahrscheinlich trotzdem alles schneller als ich. Ja. Glaube ich auch. Müssen wir noch eine? Wir machen noch eine Variante. Machen wir noch, ja? Ja. Stellen wir uns wieder seitlich hin. Wenn wir schon denken, was kommt. Genau, stellen wir seitlich hin, schon wieder ins Zimmer rein, nicht gegen die Wand. Mhm. Und fangen wieder an, seitlich zu laufen. Hier machen wir jetzt natürlich 2 Kontakte, keine 3 Kontakte, damit wir nicht später uns hier irgendwie überkreuzen müssen. Fangen wieder mit dem Fuß an, der näher an der Lehne ist. Das ist jetzt hier der linke Fuß. Ja. Also gehen wir mal. Links, rechts, links, rechts, links, rechts, links, rechts. Mhm. Stoppen unseren Ball wieder mit dem Lieblingsfuß, gerade hinstellen. Rechter Fuß passt, linker Fuß dreht und dürfen aufs Tor schießen. Opa! Magst du gleich üben? Mhm. Oh, sehr schön. Dann mal Lieblingsfuß stoppen. Gerade. Drehen mit dem linken Fuß und schießen mit dem linken Fuß. Sehr gut. Oh, nein, die reicht mir. Ich kann schon so gut. Und stoppen wir den Ball. Starker Fuß. Genau. Spielen. Linker Fuß dreht. Oh, passt, gut. Machen wir Wettkampf. Machen wir Wettkampf. Ja, mach du. Soll ich wieder? Mach du Wettkampf. Du übst und ich mach den Wettkampf dann. Genau, Linksfuß, ja. Ciao, 3, 2, 1 und los. Das wird eine gute Runde. Schön. Zwei. Oh, 2 von 2. Nicht schlecht. Ja, jetzt mach's. Jetzt mach's 3 von 3. Jetzt ist es soweit. Jetzt ist es soweit. Easy, super. Gut, gute Zeit, wird schwer für zu Hause, aber nach 1-2 Mal üben, schlag den Chris. Wie machst du? Nur durch, oder? Trinkpause, genau. Trinkpause? Ah ja, wir haben noch eine. Eieiei, ei, ei, ei. Trinken! We'll be right back.
Nein, die Stühle stellen wir um. Mit Stühle machen wir weiter. Ach so, mit Stühle machen wir weiter. Unsere Klopapierrollen brauchen wir nicht mehr. Okay. Außer wir wollen ein Torwart haben. Können wir lassen. Lass mal ein Torwart, das ist lustiger. Genau. Und wir stellen jetzt hier jetzt unsere Stühle in die Mitte vom Raum. Einen hier vorne hin. Und ja. Einen. Okay, also die Lehne einmal zu der Wand, einmal die Lehne zu der Wand, oder? Ja, da die Stühle stehen. Genau, weil wir hier seitlich. Ja, okay. Genau, sonst brauchen wir nichts aus unserer Wand. Ich mache die Übung einmal vor. Wir fangen hier bei der rechten Seite an. Rechte Seite? Ja. Okay. Wir stellen uns hier rechts vom Stuhl hin und müssen jetzt den Ball mit unserer Sohle einmal durch den Stuhl durchrollen. Der Stuhltunnel? Ja, den Stuhltunnel einmal. Okay, Tunnel mal. Das heißt, wir tunneln einmal hier den Stuhl, hopp, ziehen den Ball rüber, ja. Gehe auf die andere Seite und stoppe den Ball und ja. Dribbel jetzt hier durch auf die andere Seite wieder rüber. Ja, okay. Hier, den anderen Stuhl darf ich auch einmal tunneln, roll den Ball durch, ja. Stoppe meinen Ball, dribbel hier auf die andere Seite rüber. Jetzt spiele ich hier wieder gegen meine Wand vorne. Aha. Hopp. Drehe mit meinem linken Fuß den Ball auf. Das heißt, ich drehe den Ball weg von den Stühlen. Ja. Und dann okay, links, links schießen. Dann. Also erst alles mit rechts und schießen mit links dann quasi. Du kannst mir merken. Genau. Okay. Gut. So. Das heißt, einmal Stuhl tunneln. Ja. Durchdrübeln. Und wieder Stuhl tunneln. Wieder vorbeidrübeln. Stellen wir uns nach vorne an die Wand, spielen gegen die Wand und linker Fuß dreht weg vom Stuhl und linker Fuß schießt. Gut, super. Warte jetzt, pass auf, wir können ja dann nachher weiter. Ja, machen wir so. Krall nicht gegen die Wand. Genau, wieder stoppen, durchlaufen. Wieder tunneln den Stuhl, wieder vorbeilaufen und jetzt spielen, drehen mit dem linken Fuß. Boah, zu schwer zu treffen. Aber der war gut. Tja. Eine Übungsrunde. Ja. Wieder durchdribbeln. Also ich streiche den so, mache ich das richtig? Ja genau, Fuß. Auf den Ball drauf und einmal rüberziehen. Okay. Wichtig ist, dass wir die Zehenspitzen drauf haben, nicht irgendwie unsere Ferse. Ja, was ist das? Schau mal. Pass mit rechts, doppelt. Pass mit links, rausdrehen. Boah! Magst du es so machen? Machen wir ja, so, das ist doch cool. Ja. Dann wärst du nicht drauf. Das heißt, machen wir am Ende immer vorbei dribbeln. Passen hier einmal mit rechts. Hopp. Schärfen ja. Den Ball. Pass mit links, drehen mit links. Das ist ja super. Da muss ich mich selber loben. So, ich mache noch einmal mit dem Doppelpass, okay? Ja. Also mit den zwei Pässen, nicht Doppelpass, das ist ja nicht. Zack. Gut. Durchdribbeln. Wieder durchrollen. Durchdribbeln. Und Pass Nummer 1. Gegenüber. Macht es mit links mehr Sinn. Ja. Zweimal links passen. Ist besser. Ja. Passt mit links. Habe ich jetzt gerade geübt. Festgestellt. Ist besser zweimal links. Gut, Wettkampf. Jawohl. Also falls du es nicht gehört hast, weil ich so in mich reingemurmelt habe, zweimal links pass. Genau, Wettkampf. Machen wir drei Runden, oder? Drei Tore. Okay. Jetzt erst der Torwart. Ihr dürft wieder gegen den Markus ran. Ist bereit? Mhm. Dann drei. 2, 1, los geht's. Durchrollen. Oh Gott. Wieder durchrollen. Oh ja, war schön. Und linker Fuß passt. Stoppen den Ball. Linker Fuß passt nochmal. Drehen. Und. Sehr gut. Genau. Durchdribbeln. Mal durchrollen. Wieder dribbeln und linker Fuß. Und linker Fuß. Super. Und. Sehr gut. Und letzte Runde. Oh, das wird eine perfekte Runde.
Dann muss ja auch einmal sein, wenigstens. Wenigstens eine. Komm. Sehr gut. Und jetzt. Ja! Und stopp. 3 von 3. So. Wer schneller war als der Markus, gut gemacht. Wer noch nicht so schnell war, einfach nochmal üben, dann dauert das nicht so lange und dann ist man mindestens genauso schnell. Ich glaube, wir müssen jetzt mit dem anderen Fuß machen. Kann das sein? Das andere Fuß, sehr gut. So. Ja, ich hoffe, wir können das sogar stehen lassen. Frau Pastor, meinst du? Ja, sehen wir mit. Ja, das sieht ganz gut aus. Okay. So, soll ich es vormachen? Ja, das ist selbstverständlich. Du darfst gleich komplett machen. Ich mach gleich ganz, und als Linksfuß darf ich wieder. Die letzte Runde machst du komplett. So, wir stellen uns. Bitte 3 Proberunden. Selbstverständlich. Wir stellen uns links von unserem Stuhl hin, jetzt auf die andere Seite, und machen den gleichen Spaß mit dem anderen Fuß. Linker Fuß geht auf den Ball drauf, hier die Fußspitze, nicht hier die Ferse, Fußspitze, rollen den Ball durch, stoppen den Ball und dribbeln wieder vorbei. Roll den Ball durch, stopp den Ball. Ja, wir haben keine Wand. Vorbei. Wir haben jetzt keine Wand. Nein. Vielleicht die Landwende? Nein, dann ein Pass, oder würde ich sagen. Wir machen nur einen Pass. Wir können auch Fußwechsel machen. Können wir auch. Ja, aber Fußwechsel. Mach wie du meinst. Wenn jetzt der zweite Pass. Wenn wir jetzt hier stehen und keine Wand vor uns haben, dann ziehen wir jetzt den Ball mit dem linken Fuß zu unserem Körper, dem rechten Fuß stoppen wir den Ball, dass wir nach vorne schauen. Ja. Also wir ziehen hier zu uns, stoppen den Ball, drehen nach vorne, spielen gegen die Wand, drehen jetzt natürlich mit dem rechten. Ja, das ist gut, ja. Drehen mit dem rechten Fuß um. Und mähen den Torwart völlig um und treffen das Tor nicht. So. Dann 3 Proberunden wolltest du, oder? Ja, noch 2. Schön. Spitze, genau. Jawohl. Wir ziehen links, links, rechts, 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 rechts. Jawohl, jetzt ab. Hoppala. Also alles mit links, da ist links. Nochmal dribbeln mit links, ziehen auch mit links und dann nur einmal ziehen mit links noch und jetzt alles mit rechts, genau. Rechts, rechts, rechts. Oje. Halt, mal weg, kann vom. Eieieiei, das ist zu schwer, hä? Ja. Gut. 3, 2, 1 und los. Wer hat zuerst 3 Tore wieder? Jawohl. Linker Fuß. Einmal ziehen mit links und ab. Dann nur noch mit rechts. Rechts, 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 rechts. So, passt. Jetzt ein bisschen. Gut, Fußspitze. Schön. Links, links, links und ab. Jetzt mit rechts. Hey. Jetzt aber schnell. Jetzt aber schnell. Links, rechts. Rausdrehen. Lass ihn mal rollen, nachher rausdrehen. Nicht nochmal anhalten. 2, 3 fährst du. Ah, nochmal. Ui, ui, ui. Durch. Jawohl. Durch. Schön. Nach dem Ausdrehen rollen lassen. Rollen lassen. Jawohl. Gut. 4. Auch gut. Ja. Das war's. Vielen Dank fürs Mitmachen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, wenn du nochmal dabei bist. Ja. Hast du gut gemacht. Mir hat Spaß gemacht und bis bald. Ciao, ciao. Viert euch. Ciao, ciao.